Katrin und es gibt mal wieder ein Unboxing-Video, denn ich habe mal wieder Post aus Japan bekommen. Nachdem ich den Spinosaurus da bestellt hatte im selben Shop, musste ich nochmal zuschlagen. Warum das allerdings in zwei Paketen gekommen ist, naja, egal, wie auch immer. Innerhalb einer Woche war das da, erstaunlich. In Deutschland musste ich mal 3-4 Wochen auf Sendungen aus Japan warten. Hier ging es doch ganz schnell und der Spinosaurus gefiel mir ja schon so wahnsinnig gut. Also habe ich dann nochmal zugeschlagen und das zeige ich euch jetzt. Die Kartons sind wie immer schon geöffnet, aber ich habe noch nicht reingesehen. Ich sehe da nur ein bisschen Verpackungsmaterial. Ich schiebe den erstmal beiseite. Wollen wir mal schauen. Da habe ich mir nochmal Modelle bestellt. Ist von derselben Firma quasi, ne? So, was haben wir denn da? Oh, nochmal separat verpackt hier. Oh, Dinosaur Model Miniset. Miniset, oh. Cool. Designed by Kazunari Araki. Oh, schön, da bin ich gespannt. Miniaturen. Also auf den Bildern sahen die schon echt vielversprechend aus. Favorite Store. Oh, schön. Ach, cool. Also das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Wow. Na, oh Gott. Oh, und die Verpackungen sind ja immer herzallerliebst, ne? Den Archaeopteryx. Wow. Ist der schön und gar nicht mal so klein. Mann, der ist ja gigantisch. Also der ist ja extrem dynamisch hier gezeigt, ne? Also mit einer Base, mit einer Stütze, wie ich es auch schon von anderen Favorite-Modellen kenne. Oh, ist das cool. Ist das cool. Und auch der ist wieder von Kazunari Araki designed. Wow, schön. Gut, dann packe ich die Schätzeleins mal aus. Nochmal kurz die Rückseite ansehen. Ja. Wieder japanisch, ne? Die Hieroglyphen da. Okay, auspacken. So, fangen wir mal hiermit an, weil die sind ja noch nicht so gut zu sehen. Und jetzt bin ich neugierig. Ich will die auch irgendwie anders öffnen. Aber man kann die Tüte wieder verschließen, wie es scheint. Ich probiere es mal. Mal schauen. Hoppa. Ah. Dann kommt er raus. Schön, 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 schön. Alle draußen. Oh, herrlich. Oh, so schön. Da sind sie alle. Die ganzen Modellchen. Ach, nee, war schön. Haha, herzallerliebst. Und die kleinen Modellchen sind auch nochmal alle im Tütchen drin. Oh Gott, die sind ja wirklich winzig. Ne? Ist das schön. Oh, und der sieht ja schon mal toll aus. Ausnehmen das Ganze hier. Hier solche Stifte hier, da kann man das Modellchen aufstecken. Das machen wir mal. Das ist gar nicht so einfach. Dann muss ich gar nicht so. Das muss ich mir nochmal genauer ansehen. Da haben wir das nächste Figürchen. Den habe ich schon mal ausgepackt und aufgesteckt. Pteranodon, denke ich mal, ist das. Mit einem etwas extrem verbogenen Schnabel. Aber das ist etwas, was mit heißem Wasser ganz schnell wieder hinbekommt. So, 3 Figürchen haben wir inzwischen. Machen wir noch den Rest.
als nächstes befreien wir mal diesen herrlichen Archaeopteryx aus seiner Verpackung. Das hat nur einen Traum, ne? So schön. Mal schauen. Ist er nicht wunderschön? Den stelle ich aber auch noch näher vor. Ja, hier zeige ich erstmal noch so grob. Oh, toll, oder? Das habe ich gigantisch. Wahnsinn! So, jetzt sieht man sie mal alle auf einen Blick. Na, schöne kleine Kollektion hier. Die stelle ich in dem Review dann nochmal genauer vor. Ach, so wunderschön. Einfach klasse. Tja, ihr Lieben, das ist sie also, die Ausbeute meines heutigen Unboxings. Einmal eine Tüte voll mit Miniaturen. Einer schöner als der andere. So tolle Modelle. Also ich kann es echt nur empfehlen, sich da mal genauer umzusehen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wirklich einer schöner als der andere. Zwei doppelte Modelle sind dabei in verschiedenen Farbausführungen. Also fantastisch, ne? Wow, was für tolle kleine Modellchen. Die sind so mini und trotzdem so toll gemacht. Das ist es also, alle Figürchen nochmal auf einen Blick, die Ausbeute meines heutigen Unboxings, ja, meine zwei Pakete aus Japan, dieser tolle Archaeopteryx und dann diese Tüte mit den 10 Miniaturen aus dieser kleinen Tüte da, ne? Seid gespannt auf das kommende Review, dann stelle ich euch die Figuren alle nochmal näher vor. Ja, Tüte, wo diese ganzen 10 Miniaturen drin waren, die stelle ich dann in einem Review vor und den Archaeopteryx dann nochmal separat. Bis dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Unboxing Time, Review Time, was auch immer Time bei Katrin. Und bye!